Anita, Francis bitten, dass sie zu uns spricht heute Morgen. Sie ist ein Mund Gottes, sie ist eine Prophetin und es heißt im Alten Testament, glaubt dem, was euch eure Propheten sagen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen unser Herzen weit aufmachen. Begrüßt unsere liebe Schwester ganz von Herzen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich verrate es euch gleich. Und zwar ist es uns eine solche Ehre und eine solche Freude, bei unserem lieben Pastor Otto und unserer lieben Pastorin Anne-Rose da zu sein. Die feiern heute ihren 50. Hochzeitstag. Halleluja! Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Jesus, Halleluja, Halleluja. Wir wollen Sie. Sie schauen doch aus wie Teenager immer noch, oder? Und das Feuer von den zwei beiden. Super! Heute Abend werden wir Sie richtig schön feiern. Hi, Peter. Hi, das ist ja heiß. Schön, klasse. Halleluja. Heute Abend werden wir Sie richtig schön feiern und richtig schön beten und den väterlichen Segen, den Ehesegen auch ganz besonders uns alle zusammen abholen. Amen. Wir auch. Gell? Halleluja. Okay, ihr kennt mich, ihr wisst, Heaven is a shining place. Also ich hoffe, es stört sich keiner dran. Wir üben schon mal für den Himmel. Ich liebe es, je glitzernder, umso himmlischer. Ja, echt. Wir werden Straßen aus Gold haben. Wir werden die Pforten aus Riesenperlen haben und alle möglichen Edelsteine überall. Also wir müssen uns schon ein bisschen glitzern, auch hier auf der Erde gewöhnen. Amen. Als allererstes glitzern natürlich die Augen, so gehört sich das bei Gottes Kindern. Amen. Dann war ich mal in Afrika bei einem Apostel und das war ganz lustig, das war in Kenia. Und er hat immer seinen Leuten gesagt, bitte Leute, lächelt doch etwas mehr. Die Welt ist so finster, wenn ihr nicht lächelt. Also wirklich, du siehst nur schwarz, ne? Das gibt auch sehr viel Stromausfall. Dann hatten sie halt so eine Kerosinlampe oder sowas. Und das einzige Licht, was du gesehen hast, waren dann die strahlend weißen Zähne. Drum hat er ihnen gesagt, Leute, bitte lächelt etwas mehr. Also wir haben es einfacher. Wir leuchten auch vom Gesicht her schon. Aber in Afrika ist es halt so, dass die Leute bitte unbedingt sehr viel lächeln müssen und sich als Gotteskinder auch in der Art erweisen, dass sie Licht der Welt sind. Amen. Halleluja. Mein lieber Dr. Francis wollte eigentlich heute Morgen predigen. Und heute Morgen um 9:30 hat er mir eröffnet, dass er das Wort noch nicht stark genug bekommen hat und dass ich predigen soll. Also, wer einen Propheten heiraten möchte, macht euch bereit, alle Zeit bereit zu sein. Aber der Heilige Geist ist alle Zeit bereit. Amen. Der Heilige Geist ist alle Zeit bereit. Und mir war sowieso ein Wort auf dem Herzen. Und es ist auch ganz ähnlich, was ihm auf dem Herzen war. Und dann haben wir heute Morgen noch schnell Brainstorming gemacht. Und der Heilige Geist hat uns jetzt schon mal 20 Punkte gegeben. Dann hat mein Mann gesagt, das widerspricht eigentlich allen Regeln der Predigtkunst, weil normalerweise sollte man höchstens 7 verschiedene Bibelstellen geben. Aber ihr seid ja fit im Geist, ne? Ihr könnt ja was mitnehmen, also zückt schon mal eure Stifte und eure Zettel und eure Bibeln und alles drum und dran. Jetzt ist die Zeit. Wenn nicht jetzt, dann wann? Wenn nicht du, wer dann? Amen. Jetzt ist die Zeit. Europa für Jesus zu erreichen. Amen. Halleluja. Amen. Afrika, wo wohnt ihr jetzt eigentlich? Wohnt ihr hier oder in Afrika? Ihr lebt jetzt richtig in Deutschland. Okay. Power for Germany, in Jesus' name. Halleluja. Peter ist aus Südafrika. 98 wahrscheinlich, irgendwann mal haben wir uns kennengelernt. Schön, dich zu sehen mit der Anke. Halleluja. Danke, Jesus. Also Gott schickt uns Verstärkung aus den Nationen. Amen. Jetzt haben wir auch noch ganz tolle Gotteskinder aus Marokko da. Also ihr müsst sie mal kennenlernen, die Zeugnisse sind absolut gewaltig. In der gleichen Nacht beide durch Träume Jesus kennengelernt. Halleluja. Gott ist gewaltig. Er schickt uns Hilfe aus den Nationen hierher. Nehmt diese Hilfe an. Das ist auch ganz interessant. Sogar schon vor meiner Wiedergeburt irgendwie hat es mich immer zu anderen Nationalitäten hingezogen.
Das hat einfach Gott gemacht in mir, um mich vorzubereiten auf einen internationalen Dienst. Aber ich sage euch, wir können so viel empfangen, auch von den Gotteskindern aus anderen Nationen. Versucht nicht immer nur unter uns Deutschen zu bleiben. Geht auch mal in internationale Gemeinden. Nehmt euch Ohrstöpsel mit. Ich sage euch, es ist für mich jedes Mal ein Segen, hier reinzukommen und mir, dass mir nicht die Ohren wehtun, weil ich stecke Watte und Gummis und alles Mögliche rein und trotzdem, Halleluja. Also rüstet euch aus. Es duftet vielleicht auch nicht unbedingt so gut, wie es bei uns in deutschen Gemeinden duftet, aber ihr werdet Feuer erleben, ihr werdet Kraft erleben, ihr werdet erleben, dass die Leute Gebetslast und Gebetssalbung haben und ihr könnt auf alle Fälle was davon mitnehmen. Wir haben in der Schweiz eine große Gemeinde, die konnten das immer gar nicht fassen. Das ist auch eine große südamerikanische Gemeinde mit drin innerhalb der Gemeinde. Die Südamerikaner wollten immer den Gemeindeschlüssel haben, weil die Gebetsnächte haben wollen. Und die Pastoren haben gesagt, komisch, dass die Schweizer nie auf die Idee kommen. Und die haben dann versucht, das so zusammenzuschließen und so. Einige haben das Feuer ausgehalten und mitgemacht, einige haben es nicht. Aber Halleluja, wir sind die Brennenden hier. Wir werden uns zusammenschließen mit unseren Geschwistern aus dem Leib Christi aus aller Welt, mit denen, die der Herr uns schickt. Amen. Und wir werden die Ganzheit, die Fülle des Leibes Christi erleben. Im Himmel werden wir ja auch alle zusammen sein, ne? Zum Glück gibt es im Himmel keine Kakerlaken. Halleluja. Unsere Nürnberger Gemeinde hat untervermietet an eine schwarzafrikanische Gemeinde und musste das dann irgendwann mal stoppen, weil zu viel Kakerlaken im Haus waren. Also es hat auch seine Schwierigkeiten, das mit der internationalen Geschichte. Aber im Himmel gibt es keine. Macht ihr euch keine Sorgen drum. Und jetzt können wir Salbung empfangen, indem wir uns miteinander verbinden und miteinander beten. Amen. Amen. Es gibt keinen einzigen Christen ohne Berufung. Jetzt hast du vielleicht nicht unbedingt die Berufung, mit dem Mikrofon hier vorne zu stehen. Ich hätte mir das auch nie vorgestellt. Der Herr hat mich das Stück für Stück reingeführt. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich ersticke und ich kann nicht schlucken und nicht atmen und so weiter. Der Herr hat das ganz süß gemacht. Die erste Radiosendung, da kamen sie mit so einem großen Tonband noch zu uns in die Gemeinderäume. Da habe ich mich ja noch wohl gefühlt. Da konnte ich ja noch mehr oder weniger. Da war bloß das große Mikrofon zitter. Ne? Das nächste Mal dann zur Radiostation, nächstes Mal zur Fernsehstation und so weiter. Also der Herr wird dich so führen, wie du mitgehen kannst. Aber er wird dich führen, wenn du darauf eingehst. Hallo. Und das ist hier bei uns oft das Problem. Du hast eine Berufung. Sag mal, ich habe eine Berufung. Ich habe eine Berufung. Und kann ich dir noch ein Geheimnis sagen? Deine Berufung ist auf alle Fälle größer, als was du dir vorgestellt hast. Weil Gott größer ist, als was du dir vorstellen kannst. Weißt du, und wenn du denkst, dass du das, was Gott von dir möchte, tun kannst, dann war es auf alle Fälle zu klein. Weil das, was Gott von dir möchte, ist immer Menschen unmöglich. Dass ich hier stehe, fragt mal meine Eltern. Meine Tante war vollkommen schockiert, als sie mich mal auf der Bühne nur hat übersetzen sehen. Was? Das schüchterne Etwas, was immer nur mit dem Buch, sich in dem Buch verkrümelt und mit dem Meerschwein auf der Schulter in der Ecke gesessen hat. Echt? Es gibt Bilder von mir. Buch? Ich habe meine Bücher mitgenommen in der Schule, in die Pause. Habe mich dann auf die Fensterbank gesetzt und mich hinter meinem Buch versteckt. In der Schule habe ich das ganze Leben über nur eine einzige Freundin gehabt. Ich war sowas von verschüchtert. Dass ich heute hier stehe, ist Menschen unmöglich. Halleluja! Halleluja! Weißt du, es gibt, du hast viele Gründe, warum du nicht kannst. Hier oben drin. Aber die gelten vor Gott nicht. Weil Gott nämlich in dir kann. Er wohnt in dir drin. Und von hier innen, wir haben das gesehen am gestern Morgen, ne? Die Kratos, diese Durchschlagkraft, diese Force, wow, diese Kraft, die da in dir lebt, diese Auferstehungskraft, die drängt dich vorwärts, wenn du es zulässt. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass, da ist ein Haken hier drin. Aber ich habe das den Herrn auch gebeten zu tun. Ich habe ihn gebeten, mich doch richtig da rein zu schubsen, wo er mich haben möchte. Aber du hast immer noch die Wahl, ob du mitgehst oder nicht. Der Herr ist ein Gentleman. Der Teufel ist der, der dich überpowert und der dich zwingt. Jesus ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman.
Und das ist das Problem, was er hier in Europa hat. Dass er dich höflich antippt und du sagst, ich? Und dann sagt er, schade, muss ich wieder jemand anders suchen. Und du denkst, du bist schon in deiner Berufung und du bist schon ein Stückchen weit reingegangen. Aber weißt du, was der Herr dem Johannes gesagt hat? Er hat ihm gesagt, komm rauf hier, komm rauf hier, komm rauf hier. Puh, ich war neulich in Abu Dhabi. Wow, eine Frau, das war, ich habe nur geheult. Ich habe so viel gesessen dort und geweint. Ihr Mann war Alkoholiker, Geschäftsmann, waren beide Katholiken. Dann hat sie ihre Kinder aufs Internat schicken müssen, damit die Kinder das nicht alles mitkriegen, das Drama mit dem Alkoholiker. Und dann der Sohn hat sich völlig gegen sie gewandt. Du hast uns nicht geliebt, du hast uns ins Internat geschickt. Also die hat was durchgemacht. Dann hat das ganze Geschäft alleine leiten müssen und. Und dann ist der Mann bettlägerig geworden. Und sie hat ihn fast 20 Jahre lang gepflegt. Und der hat sie gequält, wo er nur konnte. Nachdem sie gerade das Bett gewechselt hat, das hat sie dreimal am Tag getan, hat er extra nochmal reingemacht und so Sachen. Also er konnte kaum reden, konnte nur die eine Hand bewegen, hat sich dann geweigert, was zu essen und zu trinken. Und wenn sie dann wieder in der Schule war, die war Rektorin, wenn sie wieder in der Schule war, dann hat er großen Aufstand gemacht, dass sie ihn ja nicht gefüttert hat. Der hat sie gequält, das gibt's nicht. Und dann hatte er auch noch in dem Zustand, hat er den Krankenschwestern schöne Augen gemacht. Und dann hat sie ihn nach Indien gebracht, weil er dort so ein schönes Landgut hat, bessere Luft, bessere Verpflegung und so weiter. Und dann ist sie wieder angerufen worden, du, der macht da Techtelmechtel mit seinen Pflegerinnen, komm lieber und hol ihn dir wieder, so ungefähr. Also es war ein Drama. Nach seinem Tod kam eine von diesen Frauen da, die da ihn gepflegt haben, noch zu dieser Schwester, zur Ehefrau, ne? Und hat ihr gesagt, sein Geist hat mich besucht, sein Geist hat mich besucht. Und er ist jetzt noch am Weinen, weil du ihm noch kurz vor seinem Tod kein Wasser gegeben hast. Also der Teufel hat die gequält, wo er nur konnte, und die hat es geglaubt. Die hat diese ganzen Schmerz, diese ganze Last auf sich genommen. Ich habe ja gesagt, du, das ist nicht der Geist von deinem Mann, das ist ein Dämon. Der Teufel will dich quälen und quälen und quälen. Aber in diesen schwierigen Umständen, in Abu Dhabi, in einem muslimischen Land, wo du eigentlich mit Christentum nicht viel tun kannst und darfst, hat die eine Schule gebaut, das ist der Hammer. Jetzt reist die Frau auf der ganzen Welt rum, kriegt überall die International Awards, ist da von der Regierung in vielen Ländern geehrt, über die Exzellenz, die Ausgezeichnetheit. Es gibt ein besseres Wort dafür, Entschuldigung. Ich spreche nicht mehr so viel Deutsch. Die Exzellenz ihrer Schule, ihrer Ausbildung. Wie sie ihre Studenten ganz knallhart nach, wow, sie hat mich mit in die Schule genommen und da lag ein Papier, also da hat sie so ein schönes Board gehabt, wo all die Papiere reinkommen und da steckte eins drin, was zu lang war. Dann hat sie die Leiterin von diesem Schulzimmer gerufen und hat ihr gesagt, Madam, es gibt einen Platz für alles und alles muss an seinem Platz sein. Ich habe euch vorbereitet, wo alles hingehören soll, ich habe euch den Platz geschaffen, wo die Sachen hingehören. Was tut das hier? Tu es gefälligst an die richtige Stelle. So werden die Lehrerinnen dann noch abgekanzelt. Aber auf die Art hat die Frau wirklich Exzellenz da hervorgerufen und ihre Schüler gewinnen überall die großen internationalen Preise in dieser Situation. Und dann hat sie mich mitgenommen, wie sie gerade einen Vertrag unterschrieben hat. Die haben ein großes Auditorium gebaut, haben dann auch den König von Abu Dhabi mit eingeladen zu der Vorstellung, also alles christlich, was sie eigentlich nicht dürfen, ne? Alles mit dem christlichen Hintergrund. Ihre Lehrer, alle, sie predigt da, die bringt die ins Christentum, die Frau ist der Hammer. Sie ist jetzt, ich denke um die 70 schon, 65, 70 oder so, ist der Hammer. Und wie ich das so gesehen habe, was sie tat, ne, hat der Herr mir immer gesagt, Kamapaya, Kamapaya, Kamapaya. Also er hat mir das gezeigt, um mich herauszufordern, um mir zu zeigen, was möglich ist. Und das wird er mit dir auch tun. Weißt du, wenn du mit ihm in Verbindung lebst, dann wird er dir Dinge zeigen und wird dich hier drin herausfordern. Hey, come up, come up, come up, du kannst das auch. Das will ich von dir auch, du sollst das auch. 1998 hat der Herr mir aufs Herz gelegt, dem Morris Rollo damals ein großes Opfer zu geben. Das waren damals 5.000, war für mich eigentlich auch menschenunmöglich. Ich bin überall rumgerannt und habe das Geld zusammengekratzt und habe das in den Klingelbeutel getan damals. Und wie ich das reingetan hat, hat der Herr zu mir gesprochen und hat gesagt, du musst Häuser zu meiner Ehre bauen. Siehst du, wenn ich das Opfer nicht gebracht hätte,
wäre die Berufung auch nicht gekommen. Weißt du, Gott geht mit dir Schritt für Schritt. Er ist ein interaktiver Gott. Ein interaktiver Gott. Er guckt, wie weit du bereit bist, mit ihm zu gehen. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Du hast eine Berufung. Wie weit bist du bereit, da reinzugehen? Ich habe diese 5.000 da reingegeben, habe in der Zeit auch gar nicht gearbeitet. Das war nicht einfach. Und der Herr sagt, du musst Häuser zu meiner Ehre bauen. Auf die Woche genau, vielleicht sogar auf den Tag genau, 10 Jahre später, haben wir so ein hübsches rotes Bändchen durchschnitten. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Ein Gebäude zu eröffnen. Das waren die ersten Gebäude, die wir gebaut haben auf unserem Land. Die zwei kennen sie, darum habt ihr den schönen Lacher gehört. Das waren Toiletten. Weil du kannst nämlich Meetings haben, da kannst du so hübsche Teppiche da auf Stangen aufstellen, da kannst du dann drunter Meetings haben, aber die Toiletten, das ist nicht so einfach. Und dann war uns klar, wir müssen als allererstes mal Toiletten bauen, damit wir Leute hier einladen können. Also das war das Erste, was wir da eröffnet haben. Und plötzlich hat der Heilige Geist in mir so einen Witz gerissen. Er hat gesagt, so, das sind also die Häuser, die du zu meiner Ehre baust. Ha? Aber genau in dem Ton, so. Das sind also die Häuser, die du zu meiner Ehre baust. Ha? Redet er mit euch auch so? Ja? Das ist ein gutes Zeichen. Halleluja. Also das war das erste Haus. Inzwischen sind einige mehr dazugekommen, preis dem Herrn. Mensch, wir müssten euch eigentlich mal was zeigen. Ja, wir haben so einen schönen Beamer. Kriegen wir das irgendwie technisch auf die Reihe? Eine Fernsehsendung auf dem Stick tun und über den Beamer euch mal so in der Pause laufen lassen oder so. Könnt mal gucken, ob wir das noch hinkriegen, ha? Dass ich euch ein bisschen zeige, unsere Schulen und so, wie es läuft. Aber ihr könnt es euch eigentlich im Internet auch anschauen. Ihr könnt euch berakaforlife.org, Beraka, B-E-R-A-C-A-H-H, auch irgendwann mal raufschmeißen an einen Beamer. Nummer 4, live.org. Das ist unsere Webpage, da tun wir alle unsere Fernsehsendungen drauf. Könnt ihr euch einfach mal angucken, wie es bei uns so zugeht. Sehr spannend. Amen. Also, Gott fordert dich heraus. Wie viele von euch erleben das? Also wenn du es nicht erlebst, ist es ein schlechtes Zeichen. Wenn du es nicht erlebst, dann heißt es normalerweise, Gott hat schon aufgegeben. Du hast so oft Nein gesagt. Du hast schon deine Ohren so verstockt. Dann musst du Buße tun. Sagen, Herr, vergib mir. Ich möchte mit dir gehen. Bitte fang wieder von vorne an. Fang wieder an, mich herauszufordern. Er wird es tun, er will es tun. Er möchte dich gebrauchen. Weißt du, die, die nicht hören, dass Gott sie herausfordert, sind die, die in Depressionen und in Frust leben. Garantiere ich euch. Hm? Weil du auf die Herausforderungen nicht eingegangen bist. Aber heute ist der Tag des Heils, okay? Heute ist der Tag der Errettung. Du kannst heute sagen, Herr, fordere mich bitte wieder neu heraus. Ich möchte mitgehen. Also ich habe wirklich oft gedacht, ich überlebe das nicht, was der Herr von mir will. Ich stehe auch heute noch manchmal, weißt du, wenn ich ein neues Thema nach Indien bringe, die Flüche oder so. In Indien, in einem solchen Fluchland, ich habe oft gesagt, wenn ihr mal Flüche an der Arbeit sehen wollt, herzlich willkommen nach Indien. Das ist wirklich hammermäßig. Allein schon bei 1. Mose 3, die Flüche über Ehepaaren und Land und kannst du dort in Aktion sehen. Und da komme ich daher mit der Botschaft, Flüche zu brechen. Und die Leute brechen oft Blut. Also du siehst das oft, lauter schwarzes Zeug, die erbrechen Blut von den ganzen Blutopfern, die gegen sie gebracht worden sind. Oder von inneren Bündnissen, die sie selber gemacht haben. Verfluchtes Essen, was sie gegessen haben und. Also es tut sich ganz schön was bei uns. Und wenn ich das so predige, die Angriffe aus der geistlichen Welt, das schnürt mir oft so zu, dass ich mich meinem Pult festhalten muss, dass ich nicht ohnmächtig werde. Als ich dann gelehrt habe über Gesundheit, also über gesunden Lebensstil, über was du essen sollst und was du nicht essen sollst, das war noch schlimmer. Da habe ich mir dann Kokosnusswasser bringen lassen, weil das viel Zucker hat, so nach dem Motto, irgendwie muss ich hier aufrecht stehen bleiben. Und ich habe mich am Pult festgeklammert, habe oft nichts gesehen, mir war es schwarz vor Augen, aber ich habe weitergemacht. Und wir haben schon viele Menschenleben gerettet. Weil bei uns sterben die besten Gottesdiener an Nierenversagen und Herzinfarkten wegen Diabetes. Eine Schwester hat es gestern gesagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, Hosea 4, Vers 6. Die wissen das nicht.
die essen diesen polierten weißen Reis in solchen Bergen jeden Tag und wundern sich, wenn sie Diabetes bekommen. Aber weißt du, Gott fordert dich heraus und du kannst sagen, ach, mir ist jetzt gerade nicht gut, ich setze mich lieber hin. Oder du kannst sagen, nein, Teufel, der Herr hat mir diese Botschaft gegeben und ich werde sie durchziehen. Heute habe ich kein Problem mehr, wenn ich diese Themen predige. Halleluja. Neulich habe ich ein ganzes Seminar, ein Wochenendseminar gemacht über Flüche, richtig schön tief gegangen. Freitagabend, bevor ich auf die erste Veranstaltung gegangen bin, setze ich mich noch schnell aufs Klo und das Klo bricht unter mir zusammen. Ein lauter Schrei, also es ist eins, was so in der Wand festgemacht wird, ne? Und plötzlich fällt das Ding ab, reißt dem Herrn. Wir haben damals Skigymnastik gemacht als Kinder noch, also ich habe mit meinen Muskeln hier mich festgehalten, ne? Aber plötzlich kracht das Ding unter mir zusammen. Ich habe gebrüllt wie am Spieß vor Schreck, ne? Der Ezekiel kam gerannt, was ist los? Ihr könnt euch vorstellen, wie das Teil gestunken hat. Das ganze Wochenende habe ich so ein Loch da im Boden gehabt, das war meine Toilette. Jetzt musste ich dann, also wir wohnen sowieso nur in einem Zimmer, Halleluja. Jetzt musste ich dann immer ein Stockwerk weiter runtergehen und in einem anderen Zimmer die Toilette benutzen. Der Teufel versucht, wo er dich quälen kann. Ein andermal. Halleluja. Das wollte ich euch eigentlich nicht erzählen, aber okay. Der Herr weiß, was er tut. Ein andermal ging es wieder ums Flüchebrechen und der Feind versucht halt, mich zu ärgern vorher. Ne? Habt ihr das schon gemerkt? Bevor der Herr euch gebrauchen möchte, genau, da hat es jemand mitgekriegt. Herzlich willkommen. Weißt du, wenn du das erlebst, dann heißt es, du bist auf dem richtigen Weg. Dann heißt es, der Teufel hat Angst vor dir. Amen. Dann heißt es, er versucht dich zu stoppen und dich zu blocken, weil du was tust, was ihm nicht gefallen wird. Hm? Okay, also freu dich, wenn du die Angriffe erlebst. Du musst nur weise sein im Geist. Eine meiner Lieblingsbibelstellen, 2. Korinther 2, Vers 11. Wir sind nicht unwissend über die Schliche und die Tricks des Teufels. Wir sind nicht unwissend. Wir verstehen, wo die Sachen herkommen. Es passiert bei uns häufig, also wir haben sowieso keine richtige Wasserversorgung. Wir mussten uns 3 Bohrbrunnen selber bohren und einen großen offenen Brunnen. Da haben meine Eltern finanziell auch mitgeholfen. Von unseren großen offenen Brunnen bin ich ein paar Mal inzwischen drin geschwommen sogar. Mit den Fröschen und mit allem drum und dran. Wenn es so heiß wird, brauchst du irgendwie eine Abkühlung und haben wir auch als Schwimmbad auch schon benutzt. Und dann haben wir halt die Leitungen da hoch ins Zimmer und dann hast du da oben 3 schwarze Wassertanks stehen und die musst du füllen mit Wasser, wenn du Strom hast, weil es gibt bei uns 3 verschiedene Phasen von Strom. Du hast entweder, ich glaube 120, dann hast du 240 und dann hast du noch mehr als 240, je nachdem wie viele Phasen sie zusammenschalten. Und unsere Motoren, die das Wasser aus dem Brunnen aufs Dach kriegen, die brauchen die 3 Phasen. Und normalerweise kriegst du 1 bis höchstens 2 Stunden am Tag von der Regierung 3 Phasen spendiert. Ich meine, wir bezahlen die natürlich, ne? Aber dass sie uns immerhin zur Verfügung stellen, ist ja höflich von ihnen. Ne? Halleluja. Ja, und dann ist es manchmal so, dass es halt mal 3 Tage keine 3 Phasen gibt und dass du kein Wasser hochpumpen kannst. Und das passiert natürlich immer gerade dann, wenn ich predigen soll. Oder dass halt unten, wo die Eltern in dem Zimmer sind, da wieder ein Enkelkind kam und das Wasser offen gelassen hat und alles rausgelaufen ist. Habe ich mich früher fürchterlich darüber aufgeregt, bis mir schließlich unser lieber Apostel aus Uruguay gesagt hat, hey, das Wasser aus eurem Septiktank ist ganz wunderbarer Dünger für eure Pflanzen. Dann haben wir das Ganze umstrukturiert und können jetzt das Wasser, was da eben so verloren geht und so, in unsere Mangopflanzen und so weiter weiterleiten, Halleluja. Also wir sind dabei, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen und all das, was der Teufel nutzen konnte, um mich zu ärgern, zu Guten zu wenden. Amen. Sehr gut, haben wir besseren Dünger für unsere Pflanzen. Ihr könnt ruhig Wasser verschwenden, stört mich heute nicht mehr, Halleluja. Aber dann passiert es mir, gerade bevor ich predigen sollte, dass ich meinen Wasserhahn aufmache und es macht und das war's. Und ich sollte mich duschen bei 36 Grad, bevor ich da runtergehe und predige. Und dann stehst du mal wieder leicht in der Panik. Und es kam kein Wasser und die haben alles durchsucht und die Leitungen sind okay und es ist kein Problem und es muss kommen, das Wasser, es muss kommen. Dann müssen unsere armen Jungs uns in den 2. Stock die Eimer mit Wasser hochschleppen. Und dann habe ich mir so ein Ding gekauft, so ein Saugteil da zum Reinigen. Ne? Und habe das ausprobiert, habe einfach den Eindruck gehabt vom Herrn und es ist unlogisch, weil das hängt überhaupt nicht zusammen. Aber irgendwie habe ich dieses Ding da genommen und gebetet. Und es hat ein paar Mal plupp, 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 plupp gemacht und das Wasser hat angefangen zu tropfen und ist dann tatsächlich gelaufen. Es ist absolut unlogisch und unmöglich, aber
Dann bin ich runtergegangen auf die Bühne und habe gesagt, Leute, das hier ist ein Instrument des geistlichen Kampfes. Das ist eine Waffe in der geistlichen Kampfführung. Weißt du, du musst den Teufel besiegen und du besiegst ihn am besten mit Humor. Halleluja. Halleluja. Kannst du das? Ich habe neulich so über Joyce Meyer gelacht, weil sie so erzählt hat, was sie für einen schrecklichen Angriff gehabt hat, als ihre Kaffeemaschine nicht funktioniert hat. Weil der Stecker im Bad, im Hotel, ne? Der Stecker im Bad hat nicht, im Zimmer hat nicht funktioniert und dann musste die Kaffeemaschine ins Bad umziehen lassen. Die Angriffsniveaus sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo du wohnst. Also, wenn deine Kaffeemaschine dich so ärgern kann, versuch's mit der anderen Steckdose. Heute ist mein Handy ausgestiegen, siehste. Es hat so schön mit mir gepredigt, meine ganzen griechischen Definitionen, und jetzt lässt sich's nicht mehr aufladen. Also der Feind versucht's von allen Ecken und Enden, ne? Aber der Teufel ist besiegt. Und wenn er uns eine Sache stehlen will, dann muss er die siebenfach zurückgeben. Er muss sie uns siebenfach zurückgeben. Halleluja! Er muss. Amen. Und es macht Spaß, dem Herrn zu dienen. Weißt du, was dein Problem ist? Bei der ersten kleinen Sache, die passiert, der Teufel greift mich ja an. Oh, jetzt kann ich mich nicht duschen, geh jemand anders zum Predigen. Nein. Um 9:30 hat mein Mann gesagt, du, ich habe das Wort nicht klar genug, kannst du gehen? Habe ich gesagt, ja, der Heilige Geist ist immer bereit. Ergreife jede Gelegenheit. Du hast nur ein Leben. Reinkarnation ist eine Lüge. Du hast nur ein Leben, nütze es für Jesus. Hat hier irgendjemand bis jetzt schon was empfangen vom Herrn heute Morgen? Guck dir das an. Ich hätte auch um 9:30 sagen sollen, oh, lass mir doch Emanuel Otto oder sonst jemand predigen, aber ihr seid immer in Deutschland, wir sind mal bloß kurz ein paar Tage da. Nutzt du die Gelegenheiten, die Gott dir gibt? Nutzt du die Gelegenheiten, die Gott dir gibt? Ich bin heute da, um dir zu sagen, dass du es kannst. Du kannst die Berufung erfüllen, die Gott dir gegeben hat. Weißt du, und Gott ist so süß. Er ist so sanft und zärtlich. Wir haben gerade einen Mitarbeiter. Halleluja. Das ist auch recht interessant. Unser Alex macht uns im Moment etwas. Wir haben so viele geistliche Kinder, weißt du, und du musst die halt alle erziehen, ne? Und Alex hat einen großen Schub an Salbung vorwärts gemacht. Also er hat jetzt wirklich die Schulen sehr, sehr gut geleitet und steht mit dem Mikrofon und predigt und dient da ganz klasse. Aber er kümmert sich nicht nebenher um die Leute. Und er macht dieses kaputt und repariert es nicht und jenes kaputt und es kommt, naja. Und jetzt müssen wir halt an seinem Charakter arbeiten. Denn ich diene dem Geist, so wie sein Vater.